Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Test von Take on Mars, der Early Access Version, wie man hier sehen kann. Besonders viel weiß ich davon nicht, nur dass ein Kumpel mir das empfohlen hat, dass es doch sehr interessant sei. Und das sehe ich jetzt schon, vor allem lernt man jede Menge. Also den Mons Olympus kenne ich. Also einmal wegen NASA, ich bin da so ein kleiner Nerd. Und zum anderen auch mal wieder von Warhammer. In dem Universum ist da eine Fabrik drauf, die ziemlich groß ist. Aber ja, Themenwechsel. Wir wollen das Spiel kennenlernen. Profil? Elias. Woher weiß er, dass ich so heiße? Beunruhigend. Wahrscheinlich haben wir den Computernamen genommen. So, Szenario Space Program. Ja, Space Program. Neues Spiel. Und mal gucken. Any Key. Klick. Aha. Welcome to the space program. The area you see in front of you is the mission control room, from where you will send vehicles to the surface of Mars on various scientific missions. First off, you will be offered to choose between game time and real time. You may skip time if using game time, but time passes only as you play. The real time setting is a bit more hardcore and does not allow time skipping, instead working with real life time. This choice is given only once, so choose wisely. You may also disable automatic tutorials such as this one using the button at the bottom right of the tutorials menu. This menu may also be brought up at any point in the game using the shortcut key and serves as a useful reference in case you get lost. Lastly, the top right of the screen displays information about your current budget as well as your current technological level. The tech level determines what equipment you have at your disposal and increases as you complete the various missions on Mars. Wow, okay, das ist schon mal ein wenig erschreckend. Diese Auswahl, also, sorry, ist alles auf Englisch. Ich denke nicht, dass man auf Deutsch umstellen kann. Er hat mich jetzt allgemein nur willkommen geheißen, hat gesagt, dass ich gleich am Anfang eine Wahl bekommen werde zwischen Game Time und Real Time. Und dass, wenn man noch nicht so die Ahnung von dem Spiel hat, was ich nicht habe, sollte ich wohl lieber die Game Time nehmen. Da kann man auch Zeit überspringen und Vorspulen und dergleichen. Bei Realtime wird das wohl nicht gehen. Das ist dann echt so ein Feeling wie in Real Life, dass man da sitzt und dann Stunden, Tage, Monate wartet, bis was fertig wird. Das fände ich ein wenig albern. Naja, könnte man später vielleicht mal reinschauen. Aber jetzt sollten wir auf jeden Fall erstmal dieses Game-Time-Dingens wählen. Hier links haben wir jetzt unser Tutorial, was wir wahrscheinlich nach und nach durchgehen können. Sieht schon mal recht interessant aus. Nehmen wir mal das nächste. Navigation. Play Gravon. Was soll das? Gravon. To move between areas within the Mars X Space Agency, such as the map, click the appropriate areas on the screen. Alternatively, for faster navigation, use the corresponding buttons at the bottom of the screen. Okay, ich gehe mal ganz kurz hier raus. Close. So, das ist also das Hauptmenü hier, also nachdem wir das weggeklickt haben. Zeit vergeht, wenn man offline ist. Nein, das ist hier angeschaltet. Das heißt, wenn man eine Mission startet und dann ein, zwei Tage lang nicht spielen kann, kommt man wieder und der Rover ist einfach so in Mars gecrashed. Das fände ich jetzt nicht so toll, aber ist halt eine extra Herausforderung. Und man kann halt keine Zeit skippen in der Version. Also nehmen wir das hier. Das habe ich gerade schon gelesen, danke. So. Also jetzt können wir hier raufklicken, wo wir hingehen wollen. Da wäre die Map. Sonst haben wir bisher noch nicht so die Auswahlmöglichkeit. Da ist das Laboratory. Und unterwegs war noch so ein Spielautomat. Genau, kann ich dich anklicken? Early Access, Gravon. Nee, wohl noch nicht. Hier geht's zurück dahin. Ja, okay. Go to Lab. Die Kontaminationskammer. Sehr schön. Denn wir bloß keine Keime damit reinbringen. So ähnlich wie wenn Chips hergestellt werden in der Fabrik. Da arbeiten ja auch alle Arbeiter in einem keimfreien Bereich. Kann ich jetzt weiter? Ah ja, okay. So, hier können wir Sachen herstellen. Construct. Neues Vehicle, Load Vehicle. Ich klicke mal ganz kurz Load. Ist da irgendwas abgespeichert? Ein Small Lander. 309.000. Wir haben 1.000.
1000. Load. Ach du gute Güte. Ich drück mal T. Oh, das ist jetzt nicht schön. Also das Tutorial-Fenster überschreibt nicht so wirklich das andere Dings da. Schließen. Escape, Escape. So, jetzt Tutorial-Fenster. Ah, okay. Rover Lab. Ja. Starten. Starten. Kein Video available. Okay. Was kannst du uns zum Rover sagen? Nichts. Instrumente? Ja, also da fehlt wohl noch eine ganze Menge. Das heißt, wir werden experimentieren müssen. Das erinnert jetzt ein bisschen an Kerbal Space Program. Aber gut, wir laden nochmal das Ding. Geld wurde uns sozusagen nichts abgezogen. Den hier, laden. Also, wir haben ein Environmental Monitoring Station. Environmental heißt Umgebung oder Umwelt. Das heißt, das guckt dann, wie der Luftdruck ist, ob Luft überhaupt vorhanden ist, sowas in der Richtung, denke ich. Environmental Analyzing Station. Onboard ist gar nichts. Low Gain. Basic Imager, also eine Kamera quasi. Ein Weitwinkelobjektiv. Eine chemische Batterie. Sind die Sachen jetzt drin oder nicht? Add. Sehr verwirrend. Ah, okay. Er hat das Analyzing Station drin. Er hat Monitoring, er hat Low Gain. Er hat die Kamera. Er hat alles drin. Von den Sachen, die hier ausgewählt sind. Das sind die 2-Stern-Komponenten. Haben wir noch 3-Stern-Komponenten? Oh, okay. Also wir könnten es jetzt nochmal teurer machen und wahrscheinlich eine bessere Auflösung geben oder so. Aber ich denke, ein Drittel des Budgets für ein Ding ins auszugeben, reicht schon mal. Also Save As. Mars. Lander 01. Okay. Ist zu lang. Das sollte auf jeden Fall geändert werden. Mit 12 Buchstaben reichen auf keinen Fall. Also Mars Lander. Das wären schon mal 3, 6, 10. Nur 1. So. Preset Cost 309k. Ja, wirst du jetzt gebaut? Ich sehe nichts. Gespeichert ist das Ding. Na gut, Cancel, Back. Back. Exit Construction. Go to Map. The map serves as a hub to access new missions as well as ongoing missions. From here, you will send vehicles to Mars as well as track your overall progress in exploration. Locations such as Victoria Crater, seen here, must firstly be unlocked to be accessed. This is because the satellite data must first be acquired, which requires some budget money to do so. Once we have the satellite data, we can see an overview of the location itself, displaying missions and vehicles on the surface. If we select a mission in the map, we can see general information about it, with more available in the mission details. Provided the mission does not have an assigned vehicle, we may send a new one to complete it or assign a vehicle on the surface that is close by and can complete the tasks at hand. Keep in mind that the vehicle list to the right includes both vehicles nearby and vehicles that would need to be launched, but only displays those vehicles that can complete the tasks required. From here, we can also connect to vehicles that are already on the surface by either selecting them directly or selecting their mission and then pressing Connect to Vehicle. Also, should a vehicle be severely damaged and unusable, we can abandon it by selecting it and then pressing Abandon Vehicle. This will make its mission available for a new vehicle to complete. Lastly, should you choose to send a new vehicle,
You may customize it by selecting Vehicle Details, followed by Modify Vehicle, which will take you to the Rover Lab for customization. Okay. Also, zusammengefasst hat er gesagt, dass man nicht einfach so irgendwo auf der Karte landen kann und da erforschen, sondern muss erst mit dem Satelliten Daten kaufen. Und dann sieht man einen Ausschnitt der Karte und dort kann man eine Mission erfüllen. Und für diese Mission bekommt man Geld und dafür kann man sich dann wieder neue Kartenabschnitte freischalten. Was ich ein etwas interessantes Konzept finde, aber schauen wir erstmal weiter. Außerdem hat er noch ausführlich erklärt, wie genau man jetzt Fahrzeuge befiehlt, dass sie jetzt diese Mission machen und wie man auch Fahrzeuge verschrottet, falls sie ihre Mission nicht mehr fortführen können. Also falls sie beschädigt sind zum Beispiel. Aber ja, ich würde jetzt ganz gerne mal auf die Karte gucken. Wir haben den Victoria Crater, 0 von 1 Mission. Wir haben den Kaiser Crater, 0 von 1 Mission. Und den Gale Crater, da fehlt noch eine Description. Aber ist okay. Nehmen wir doch mal den Victoria Crater. Der wurde auch in dem Tutorial gerade gezeigt, also denke ich mal, wird er am besten ausgearbeitet sein. Klick. 300.000. Warte mal ganz kurz. 2 Millionen. 5 Millionen. Ja, so viel zu meiner Entscheidungsfreiheit. Wir können nur den Victoria Crater nehmen. Goodie. Also, Name Victoria Crater. Maximaler Wert 500.000. Es ist ein wichtiges Ereignis. Wir haben es zu 0% erfüllt. Und wir haben zur Auswahl 3 Länder, die alle gleich viel kosten. Wahrscheinlich genau der gleiche sind. Die 1 Small Länder. Ich nehme ein Last. Ah ne, da ist Mars Länder 01. Der soll das machen. So, Vehicle Details. Du hast ein Analyse-Stethoskop. Du hast ein Low Gain. Und diese 2 Kameras drin. Missionsdetails. Erforsche den inneren Bereich des Victoria Craters. Launch. Mauswheel für Zoom. Oh, sehr schön. Rechte Maustaste für hoch und runter ziehen. Linke Maustaste für Landing Site wählen. Ich würde nicht gerne hier drin landen wollen. Da sind mir viel zu viele Klüfte. Also sagen wir mal da. Warte mal, da. Ist besser. Da ist der Boden stabiler. Oder sieht zumindest stabiler aus. Wir werden dann zwar ein bisschen weiter nach da fahren müssen, aber das passt schon. Okay, Launch. Sind wir jetzt direkt auf dem Mars? Da wäre so ein kleines Detail übersprungen worden. Nämlich der gesamte Flug dahin. Ich kann mich umsehen, aber ich sehe nichts. Außer die Schlieren da oben. Standard hat. Wir haben noch keine Anzeigen, was Luftdruck angeht oder was auch immer. Unten links. Ah, wir sehen oben rechts 2 Kameras, die wir haben. 2 sind online. Wahrscheinlich kann man später noch mehr Kameras haben. Eine für vorne, für hinten, für oben, für unten, für was auch immer. Und so mehr Daten nach Hause schicken, was da vielleicht auch mehr Geld gibt. So, was haben wir da? Kamera hat. Wir können Lichtverstärker einstellen. Kontrast wahrscheinlich. Man kann so Entfernung abschätzen. Hier haben wir unser, wie hieß das Ding? Dieses ausfahrbare Stethoskop. Aber wo genau sind wir jetzt gerade? Explore Victoria, complete. Ich denke nicht, Jim. Ich denke, wir sind irgendwo noch im All. Hängen wahrscheinlich in irgendeiner Oh, warte mal. Ich habe den Verdacht, wir sind gerade in einer Außenansicht. In der Mitte ist so eine komische Struktur, die so ein bisschen schimmert. Das könnte unser Lander sein. Capture Gas. Do not move instrument. Irgendwas ist hier ganz und gar nicht gut. Ich
haben, dass die Mission als erfolgreich gilt, finde ich komisch. Oh, ich glaube, ist nicht gefallen. Oh. Oh. Oder wir sind jetzt erst aufgekommen. Das könnte natürlich auch sein. Das könnte auch diese Geräusche erklären. Jungs, wir sind auf dem Mars.